Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part. Und wir machen dann mal weiter. Und zwar müssen wir mit unserem Schmied Eamon reden. Ja, ich habe Eamon, heute ein glaube paar ich, neue Hedrick. Waren hereinbekommen, die dir bestimmt gefallen werden. Ja, der heißt Hedrick Eamon. Oder Aemon. Oder wie auch immer man das aussprechen will. Mir Hier haben wir ist noch. zwar jeder einzelne Ja, oder meiner so. Gegenstände sehr ans Herz Hier haben gewachsen, wir aber wenn es noch sein einen, muss, der ein paar kann ich Sachen mich uns von ein paar verkauft. Sachen trennen. Die sind immer sehr relativ unterschiedlich. Der verkauft jetzt theoretisch auch wieder nur paar blaue Items der Rüstungsklasse. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen die Verletzten zu versorgen. Was? Heute Morgen war sie schon wieder dabei, die Tore zu verteidigen? Was treibt dieses Mädchen nur an? Tja, dieses Mädchen hat's faustdick hinter den Ohren. Er hat auch Ohren. Ah, und da wartet er auf uns. Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen, genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Ich weiß, dass es schwierig sein wird, aber sie würde es wollen. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Hey, komm her. Ich habe ein paar neue Waren, die du dir unbedingt ansehen solltest. Ja, das ist auch wieder so ein Quacksalber und da geht's in den Keller. Tatsächlich müssen wir jetzt den Schmied seine Frau töten. Der Schmied ist als Folgemitglied dabei, mit dem können wir jetzt leider nicht reden. So, Tür aufgebrochen und da sehen wir schon alle. Freunde, es tut mir leid. Ihr helft mir. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Wir erlösen sie von ihren Qualen. Und da vorne sehen wir seine Frau. Mira, meine Liebe, bitte vergib mir. Es gibt ein Achievement, bei dem ihr den letzten Schlag, den Hattrick, ausführen lassen müsst, um es zu erreichen. Aber da wir das nicht brauchen, schon längst haben, machen wir es jetzt natürlich direkt platt. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Wie der Zufall so will, suche ich nach König Leorix Krone. Habt ihr vielleicht schon davon gehört? Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Jo, das machen wir. Wie wir sehen, wir können mit ihm gerade nichts reden, sondern müssen uns jetzt einfach nur nach draußen begeben und ein klein wenig uns als, ja, Leichenflatterer begnügen. Oder sowas in der Art. Und zwar geht's hier nach Nordwesten zum Hain des Wehklagens. Und den suchen wir einfach mal komplett ab, würde ich behaupten, ne? Gute Entscheidung. Der Lehrling könnte überall sein. Und wir wollen den Hendrik ja nicht warten lassen. Yep. Und da haben wir wieder neues Wissen erlangt. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Interessant, widerlich. Vorsicht weg. Brauche mehr Arkankraft. Also die Kugeln sind schon geil, aber davon kann ich zwei verschießen, danach ist meine Arkan-Energie ja leer. Das ist irgendwie doch ein bisschen kontraproduktiv, oder? Ah, für den Anfangspart wird das noch lang. Später werden wir bestimmt noch ein paar Items finden, die den Schaden etwas nach oben drücken. Dann sollte es mit der Arkan-Macht auch auskommen. Ich hoff's. Ey, so ist es ein bisschen kontraproduktiv. Ja, das ist jetzt blöd. Oh, bam! Das sah gut aus. Das war nice, yes. Und Level up. Für beide, was haben wir denn bekommen?
Ich habe als Primär eine Rune bekommen, den über magisches Geschoss überladen der Schlag. Damit erhöhe ich den Schaden von magischen Geschossen. Sehr schön. Was hast du? Bei mir ist es für meine Donnerfäuste, die ich ja die ganze Zeit benutze, der Donnerknall. Der hat eine kleine, aber feine Eigenschaft, dass er auch ein bisschen AE-Schaden machen kann. Meine Angriffe werden dann etwas schwarzer, wie jetzt. Und eine Besonderheit gibt es noch dazu. Ich kann mich eine gewisse Reichweite hin teleportieren. Das zeige ich mal kurz. Sehr gut, wenn man selber mal eingefroren wird. Sehe ich schon, du hast wieder Kollegen mitgebracht. Ja. Mehr Arkankraft. Sonst macht das ja keinen Spaß hier. Ne? Wir müssen echt auf unser Leben aufpassen, beziehungsweise du. Ah ja, ich stehe ja hinten, ne? Ja, irgendeiner muss ja die Hitze abfangen. Oh, 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 bam! Unglaublich, wie gut ich bin. Ja, also man sieht auch, es werden so langsam immer mehr Gegner. Also es bleibt nicht bei den einzelnen Mobs, die wir da nur hatten. Oh, was haben wir da? Böse, böse, böse. Albtraumer, das heißt, sie können wieder in Furcht gegenschicken. Ja, das sind erstmal auch blenden. Ich muss zu fürchten, was nicht sehen kann. Ja, die waren jetzt doch nicht so stark, wie ich befürchtet habe. Schade, eigentlich. Ah, ich glaube, das war nur der Anfang vom Ende. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen unterfordert. So ein bisschen. Da kommt noch was. Hedricks Lehrling ist tot. Ich sollte es ihm sagen. Schade. Ah, so viel zum Proto-Sozialprodukt. Tja, man kann nicht alles haben. Aber ich frage mich, was der da draußen überhaupt sucht. Der Dämlack. Ich habe aber gerade eine Rüstung gefunden. Und zwar magische regenerative Stofftunika. Regeneriert ein Leben pro Sekunde. Hier rüste ich doch auch mal aus. Kann dir noch eine Waffe anbieten. Uff, wenn es kein Stab ist, dann... Das ist eine Keule. Ist fast das gleiche. Nee, behalt's. Oh. Ich bin mit meinem Bogen ganz zufrieden, aber danke. So, einmal da ein bisschen absuchen. Wie weit geht denn das darüber? Ja, schon ein bisschen, ne? Bam! Ja, also die magische Kugel finde ich definitiv geil. Aber die Gegner sind zurzeit minimals zu einfach. Noch. Ich hoffe, es bleibt so. Das bedeutet, unser Leben ist nicht so sehr in Gefahr, wie wir dachten. Und da kommt schon die nächste. Ja, du hast ja generell Angst, dass wir da direkt sterben. Das einzige Mal, Egal, eines Mönchs, unerklärlich. Ich glaube, das einzige, wo ich großartig Schiss davor habe später, ist Diablo zu killen. Hm. Oder den Herr des Schreckens, ich glaube, der ist auch noch übel. Ah, ich glaube, im Akt 2 wird uns noch jemand entgegentreten, der sich gewaschen hat. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber wir werden sehen. Ach ja, genau, es gibt auch noch ein Achievement bei Grabstein zerstören als Leichenplünderer. Baumstumpf weg. So, haben wir da alles? Ja, da unten ist auch keiner mehr. Ah, da haben wir noch eine Meute. Exoten gefunden. Und wir haben wieder neues Wissen erhalten. Das schauen wir uns gleich an, nachdem wir den Platz haben. Weg, weg, weg. Verteidigung ist nutzlos. So, den haben wir geschafft. Wir haben Massaker von 25 Gegnern angerichtet. Ordentlich was kassiert. Und Erfahrungspunkte. Und dann lesen wir das neue Wissen uns mal vor. In den letzten Tagen von König Leoriks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun bereit, alles niederzumähen, das atmet. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein,
Doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Joa, das würde ich auch mal behaupten. Skelette sind nicht zu unterschätzen. Ich freue mich auf Divinity Origin Sins. Bei dem werden wir auch mit Skeletten und Zombies beispielsweise unser Stelldich eingeben. Das Geile dabei ist halt einfach, das ist noch so ein bisschen oldschool-mäßig gemacht mit rundenbasierendem Kampf. Und da können wir dann einfach mal einen Zombie mit Feuer anstecken. Nach ein paar Runden ist das Fleisch abgebrannt, der wird zum Skelett. Finde ich einfach relativ geil. Fast wie im richtigen Leben. Ja, fast, nur dass ich glaube, keine Zombies heutzutage so rumlaufen. Obwohl, wenn man manchmal so in die U-Bahn guckt, das, ja, sagt. Ich bin gewappnet. Bist gewappnet? Mit was bist du denn gewappnet? Ach, gewappnet. Energy Drinks. Toll. Da kommen wir ein bisschen an den Friedhof. Und da haben wir wieder irgendeinen Segen erhalten. Was war das denn? Das war einer der Leichtfüßigkeit. Wir können schnell laufen und können schneller das Gold aufkrabbeln. Krabbeln. Ja, wir sind keine Insekten. Also den AOE-Schaden der Arkanexplosion finde ich geil. Der macht echt Spaß. Wie wir sehen, da oben blinkt es schon mächtig, da müssen wir auch hin. Da gehen wir aber erst später drauf ein. Wir machen erst noch das gesamte Gebiet fertig für die Erfahrungspunkte. Gab's nicht auch noch irgendeinen seltenen Fund jetzt gleich? Ach nee, Quatsch, das kommt erst später. Der kommt erst ganz viel später. Wir kommen darauf wieder zu sprechen, sobald es soweit ist. Wir wollen ja nicht vorgreifen. Alter, wo kommen die auf einmal alle her? Jeden Grabstein in Oma aus und dann kommen die aus dem Boden. Quatsch. Och. Nicht aussehen. Aber aus vielen. Da kommen nochmal so ein paar hässliche Gedärme angekrabbelt. Der kleine Hunger kommt. Gott, wo kommt man jetzt hin? Ah, nur Baumstumpf. Nichts Interessantes, leider. Hier könnten wir ein paar Legendaries finden, aber ich glaube, mit AK1 geht das gar nicht, oder? Da brauchen wir schon etwas Glück. Nee, ernsthafte Frage, geht das in AK1 schon? Es müsste gehen. Es gibt diverse Legendaries, die ab 10, also Level 10 auftauchen können. Das brauchen wir noch ein bisschen für. Hm. Aber sie könnten droppen. Okay. Die Ohrenkette. Ich kann nichts mehr aufheben. Blizzard hat ja mittlerweile die Dinger neu texturiert mit Flammen, Krams und sonstigen. Da liegen Armschienen rum. Brauchst du welche? Ja, Handgelenke würden mir passen. Hm. Das ist aber auch auf dem letzten Schlussverkauf. Ja, klar. Jetzt habe ich gesagt, dass das gute sind, ja. Aber Truhe haben wir. Felshaufen. Ah, fast haben wir das ganze Gebiet abgesucht. Finde ich gut. Da sind noch ein paar. Bam. Kann es sein, dass der abhängig von der Reichweite, also so explosionsradiusmäßig, unterschiedlich Schaden bei den Dingern macht? Wäre möglich. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der AE selber macht ein bisschen weniger Schaden als der Haupt. Davon. Ja, weil bei mir ist eben das Ding, was ich als Haupt angegriffen habe, nicht platt gegangen, aber das andere. Das war jetzt merkwürdig. Ich kann nichts mehr aufheben. Mag zwar nicht so aussehen, aber ich hau auch ein bisschen mit drauf. Ach, echt?
Nee, Quatsch, erzähl doch nix. Oh, ohne meinen Kick. Du lügst doch. Ich hab die Szene gut. Mach die ganze Arbeit, du tust einfach nur da Eier schaukeln. Das war's. Ja, zu laut, sonst fällt's auf. Ah ja, wir dürfen den Leuten doch ruhig mal sagen, so wie es ist. Ah, meine 5 Minuten Ruhm werden auch noch kommen. 5 Minuten? Na, da gibst du dich echt mit wenig zufrieden. Okay, Leute, wir machen hier im nächsten Part weiter, dann geht's auf zum Friedhof. Bis dann. Bis dann.